Ja, dann darf ich Sie recht herzlich durch diesen 23. Arbeitskreis Pauschaldotierte Unterstützungskasse begrüßen. Den Arbeitskreis führen wir ja schon seit etlichen Jahren durch, immer mit dem Ziel des Austauschens. Ich bin auch froh, dass heute wieder einige ja, neuere und auch welche ganz alte und erfahrene Hasen gekommen sind. Ja, was wollen wir heute machen? Der Arbeitskreis wird natürlich auch ein bisschen von Spontanität, was sind bestimmte Themen. Herr Weber hat gerade schon ein Thema angesprochen, wo wir auch ein wenig diskutieren müssen, ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Wir werden dann aber Akquiseansätze sprechen, hat jeder andere und die Leute sind ja bei uns in so vielen Regionen über ganz Deutschland verteilt, also keiner Wettbewerber von anderen, jeder ist in einem anderen Bereich, jeder in einem anderen Segment. Ich stelle Ihnen vor die nutzenoptimierte Kurzpräsentation, die derzeit halt in derzeit sehr vielen Vorträgen von unseren Partnern Land auf, Land ab. Dann liegt unser Erfahrungsaustausch, wie man stellen wir den Nutzen wirklich rüber. Unser pauschal dotierte Unterstützungskasse ist so ein gigantisches, so ein geniales Instrument, was aus meiner Sicht wirklich die unternehmerischen Hauptaufgaben oder Hauptrichtungen, die Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, auch Mitarbeitermotivation, also den ganzen Mitarbeiterbereich, was wirklich eine der strategisch wichtigsten Unternehmensaufgaben ist und auf der anderen Seite das Riesenthema Liquidität, Innenfinanzierung, Bankenunabhängigkeit, alternative Finanzierung und natürlich auch im Bereich dann Krisensicherheit, Sachwerte und auch hier in dem Bereich einfach Rechtssicherheit in der BAV anspricht, also was absolut wichtig ist und ist einfach schwierig, das Ganze zu transportieren. Für manche ist es schwierig, das Ganze zu transportieren, weil die Nutzen sind einfach genial. Dass die Fachlichkeit im Hintergrund, was wir tun, teilweise komplex ist und teilweise anspruchsvoll ist und teilweise wirklich nicht für jeden, der neu auf das Thema aufspringt, als Verwaltungsgesellschaft geeignet ist, das andere. Aber die Funktion und die Wirkweise vorne für den Unternehmer, was der Unternehmer sieht, was der Unternehmer wissen muss, die ist ganz einfach. Dass es dann funktioniert und so abläuft, wie wir das zusagen und versprechen, das ist unsere Verantwortlichkeit. Ja, dann das Thema neue Medien, neue Unterlagen, auch wie präsentiert man die Partner im Netz, das will ja ab 1.1. spätestens ganz neu aufstellen. Ich habe jetzt über Erfolgserlebnisse 2012, also 2012 war für uns das dynamischste und erfolgreichste Jahr, das wir erlebt haben, von dem was schon gelaufen ist, von dem was in der Pipeline ist und einfach die Nachfragen, wie sie aus allen Richtungen kommen, was in meinen letzten 21 Jahren, wo ich hier in dem Bereich tätig bin, noch nie so war. Dann Synergiemodelle, Multiplikatorakquise und das Thema Arbeitgeberkommunikation, was macht man auch und vor allem auch die Dinge, die bei uns zwischenzeitlich neu sind.